Die Waffe ist einfach nicht für die heißen Länder und den Party-Modus geeignet, sagt übrigens jemand. Ja, Dinge, die kann man nicht überbedenken. Hitze, Temperatur, Physik. Puh. Unerwartet. Wen hat wieder benutzt? So, hast du es eigentlich bekommen? Brauchst du für G36 oder muss der weg? Oder kann der weg? Hast du es mitbekommen mit der Mod, die sie geplant haben für GTA 5, die alte Live-Mod? Ja, gefällt mir, die Idee. Die Idee ist gut. Ja, ich weiß aber nicht, wie es. Kann mir noch nicht vorstellen, wie es gehen soll. Ah. Können wir bitte eine RP-Sitzung machen? Oberhäuptling Lucky hat was zu sagen. RP ist das Element des Rollenspiels! Mein Name ist Lackaffe 1978! Wie auch immer, ich kann mir die Zahlen auf deinen Namen nicht merken. Halt's Maul. Halt's 1933, Maul, RP muss Sack aufrechterhalten werden. Das beißt noch mal in die Banane, Daniel. Ist elementar. Okay, beiß noch mal in die Banane. Ich hab die andere Banane auch schon gegessen. Ich hab beide Bananen gegessen. Toll, das Daniel. RP ist das oberste Gebot eines jeden RP-Servers. Ich lag Affe. Luck, fucky, luck, fucky. Halt's Maul, du Kacklappen. Oh nein, hat er nicht gesagt. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei verschiedenen Admin-RP-Versammlungen genauso abläuft. Öfters, ja. Habt ihr gesagt, du darfst es nicht verraten, dass das so läuft. Du mit deiner RP-Sitzung, ne? Das ist der Hammer, ey. Das RP! Oh, ja. Am besten war auch noch damals, als es live, wo wir Pizmeet gezockt haben. Und dann eine Typ es gestreamt hat und das gefilmt hat, wie Peter und ich da zusammen und Jockel und. Was war noch dabei, David? David, glaube ich, auch in diesen Turm sich verkämmt haben. Und, Das war jetzt, Jockel so ausgerastet ist. Ja, wo Jockel so ausgerastet ist mit so, ja, wir verkämpfen uns hier in den Turm und plötzlich kommen alle Parteien an und schießen uns nieder so. Und der eine Typ, Alter, hat so gestreamt und wurde dann so umgebracht von mir oder so und schreibt dann nur so rein, wo war denn die Ansage? Fragezeichen. Ja, und dann, ja. Ohne Scheiß, regt er sich da übelst auf und regt sich auf und was macht er? Nimmt erstmal das Wort runter. Oh, ein Team. Ne, da war ich aber nicht dabei, aber das habe ich gesehen, ja. Was soll ich machen? Soll ich zu dem hingehen? Wow, Alter. Hat er mich tatsächlich gesehen? Kannst nicht glauben, Alter. Holy shit, Alter. Nice stream Sniperino, Bro. Na, wurdest du wieder weggeowned? What the? Hallo? What the fuck, Alter? Was hat der hier gemacht? Weißt du, einen Job nicht zu Ende gebracht? Holy shit, SD-Schüsse. Oh shit. Oh, ja, jemand anderes hat mir, glaube ich, gerade geholfen. Nein, warum? Nein, ich habe X gedrückt, nicht Y. Daniel ist im Kampfeinsatz. Glaubst du? Was hat's dir verraten, hm? Au! Warum zum Teufel schießt die Waffe so eigenartig? Weil es G36 ist. Hat den Lauf verzogen, ne? Ist aber ärgerlich. Ohne Scheiß, gerade eben dachte ich mir schon so, was ist jetzt los, Alter? Warum treffe ich nicht? Was sind das überhaupt für Leute? Was ist das für ein weirder Hunter-Modus, den eine Type engaged hatte?
Dinge, die muss man nicht verstehen. Verschießen die G36 5,56 mm, oder? Ja, natürlich. Warte mal. Hey Odeon, herzlich willkommen, Mann. Ich bin gerade ein bisschen in so einer prekären Situation, Odeon. Nehmen wir mal kurz Platz. Wir schauen mal, wie das hier ausgeht für mich. Hab das Gefühl, ich bin umrundet von Leuten. Plus, ich stöhne wie so eine. Wie so ein Hafenfreund-Mädchen. Oh, das ist schön gesagt. Ja. Wobei Hafenfreund-Mädchen sich nicht so gut reimt wie Hafenhure. Ein schönes Wort. Nee, G36, das was ich hier gerade habe, das benutze ich auch nur, weil ich habe keine andere Waffe gefunden, die einen Scope hat. Und plus, mit der hatte ich jetzt gerade relativ viele gute Erfahrungen nach und nach gemacht. Und dachte ich mir so, warum nicht weiter benutzen? Eigentlich mag ich die auch nicht vom Scope her. So überhaupt nicht. Dieses Scope hier finde ich total bescheuert. Ja, entweder ist es zu weit weg oder ist es zu nah dran, habe ich immer so meistens das Gefühl. Genau, ja. Aber 100%. Ich will gar nicht wissen, wie wenig HP ich habe. Ich würde ja gerne den einen Typ da unten am Strand looten, aber das ist einfach viel zu gefährlich jetzt. Plus irgendwie hier neben mir ist irgendwo einer mit einem SD, mit einem Schalldämpfer und ich weiß nicht wo. Das macht mich auch ein bisschen fuchsig so. Mich echt weniger bewegen, damit ich nicht so gut gesehen werde hier. Ich habe so jeden erdenklichen Vorteil, den ich mir so vorstellen kann. Ich bin perfekt im Kreis. Und hast einen verdammt schönen Busch. Ja. Tarnkleidung ist nicht so gut und dass ich stöhne ist ziemlich beschissen. Ansonsten. Das könnte aber wieder ein interessantes Finale geben. Mhm. So wie der Kreis sich entwickelt. Wie so ein Küstenfinale. Ich würde nicht sagen, dass G3 die beste Waffe ist, wie gerade im Endscreen-Chat sagt. Ich werde mal nicht mehr weiter schießen, auch wenn ich Schüsse höre. Weil solange die nicht auf mich sind, ist alles in Ordnung. Vor allem ist das G36 unglaublich laut, dann kannst du auch relativ leicht geordert werden, wenn du unnötige Schüsse abgibst. Deswegen, ich darf jetzt eigentlich rein theoretisch nicht mehr schießen. Auto. Irgendwie habe ich da vorne bei diesem Auto oder hier links irgendwo von mir, irgendwo hier sind Schüsse die ganze Zeit neben mir. Oder ich kann diese fucking Silencer nicht zuordnen. Was ist das Problem, was ich habe? Ich habe immer das Gefühl, dass sie von allen Richtungen kommen.
zu dem Zeitpunkt ist es wirklich Glück, dass ich jetzt einen glücklichen Pick bekomme, dass ich irgendwie glücklich sich zwei Leute umbringe und ich den dritten bekommen kann oder so, irgendwie sowas. Weil mein HP sagt gerade, nope, meine Waffenwahl sagt gerade, oh shit, laut. Also ich würde sagen, einen Kreis kannst du noch mindestens sitzen bleiben. Ja. War da gerade was? Oder habe ich mir das eingebildet? Da. Oh Gott. Ich wollte gerade schießen, in der Sekunde legt er sich hin. Ich glaube, ich habe Aufmerksamkeit erweckt. Wie kommst du auf die Idee? Okay, Vertrauen. Es war Panic, okay? Es war Panic-Shootings. Oh, oh, oh mein Gott! Du den zersiebt hast. Okay, Jungs. Jetzt kommt Notfallstrategie, okay? Weil ich genau weiß, dass hinter mir Gegner sind und ich hundertprozentig weiß, dass sie mich hundertprozentig orten konnten, gucke ich jetzt noch in die Richtung. Das bedeutet, ich muss mich darauf verlassen, dass ich was höre, wenn was auf mich zurennt. Weil sehen können mich gerade nicht, zumindest glaube ich das nicht. Ich würde mich viel mehr bewegen, wenn ich könnte, Jungs. Das ist das Problem. Aber ich kann mich nicht bewegen. Ich darf es nicht riskieren, mich zu bewegen. Übrigens Ironie, dass wir die ganze Zeit über das G36 reden und ich die ganze Zeit mit G36 Menschen töte. Ich sehe da ein Sponsorship coming. Ich bin hundertprozentig sicher, dass hinter mir zwei Leute sind. Und ich hoffe, dass die nicht im Team sind, Alter. Ist aber unwahrscheinlich, weil der eine vor mir connected ist und der andere nach mir. Benjamin was killed. 1-1. Wie gesagt, ich muss warten. Hinter mir ist der. 100 pro. Ich hoffe, dass ich was rechts von mir höre und ich hoffe, dass ich links was von mir sehe. Naja, und hoffentlich screensnipt der Typ nicht, weil sonst bin ich ein bisschen gefickt. Habe auch gerade für einen Moment schon gedacht, ob ich nicht den Typen am Strand rushen soll. Habe ich aber sein gelassen, weil ich halt dachte, es wäre keine gute Idee jetzt unter den derzeitigen Umständen. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner quasi hinter dir ist zu dem Zeitpunkt, war relativ hoch, ne? Ich meine, da ist die größte Fläche vom Kreis. Könnte immer noch dieser eine Buddy sein. Das sind ja so zwei teamigen Boys gewesen, die ich beobachtet habe, wo der eine Typ mich erstmal angeschossen hat, frechlicherweise. Selber Kaliber selber herstellen ist auf jeden Fall keine richtige Faustregel, falls ihr das gerade wirklich meint. Es gibt
ein Kaliber, was von einer Institution, mehr oder weniger fest, ich weiß nicht, ob das ein Institut ist, aber von einer Sache, von einem Hersteller sozusagen festgelegt ist. Jetzt langsam aber sicher zeige ich mich. Können natürlich jetzt instant entfangen. Tatsächlich ein Drop runtergekommen neben mir, dessen habe ich die ganze Zeit was rauschen gehört. What the fuck? Ist weiter rechts gegangen übrigens. Gearbeitet habe, nur eins sagen, das, was 2015 vom G36 abverlangt wird, ein 180 Schussdauer Feuerstreuradius max 30 cm. Ey, das ist da absolut unpassend, diese scheiß Donation. War nie für das Gewehr gedacht. Das packt auch keine Kalaschnikow. Was ist das Problem? Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, aber ich hatte das Gefühl, dass ich voll drauf war und sogar ein bisschen tiefer gezielt habe. Trotzdem hat der Typ das voll überlebt. Ja, kann sein, dass die Kugeln wahrscheinlich wieder im Busch hängen geblieben sind oder sowas. Ich probiere was Neues. Das ist ziemlich crazy jetzt, was ich jetzt mache. Wenn ich nicht gleich schon sterbe hier. Ich gehe davon aus, dass er unten an der Küste ist, deswegen gehe ich jetzt oben rum. Ich glaube, das Erwartete wäre, wenn dass ich unten an der Küste entlang gehe. Hätte ich jetzt aber auch gesagt. Hinterm Stein hier. Ich bin an ihm vorbeigelaufen. Er war sicherlich rechts von mir im Busch. Ah ne, der war vor mir. Scheiße. Vielleicht doch mal eine Küste entlang gelaufen. Typisch. Ah, das Finale. Ja, aber es passiert.
Oh, scheiße, ich kann nicht mehr zugucken. Ja, er ist auch nicht... Wäre ich unter einer Küste lang gelaufen, wäre alles super gewesen. Er hat oben abgedeckt. Schade. GG, auf jeden Fall gut gespielt von Kretzli. Ich hoffe, dass Kretzler nicht einer von den Typen war, die gerade im Team waren, weil dann wäre das ziemlich lame gewesen. Aber so, bessere Waffe, mehr Glück. Aber trotzdem, meiner Meinung nach eine coole Runde gewesen. Ja, auf jeden Fall, ja. Hier sieht man es übrigens ganz gut bei Session Lost Bildschirm. Ich wäre unten an der Küste entlang gelaufen, aber er hat aus irgendeinem Grund oben noch abgedeckt. Ich konnte nicht so hundert. Ich hätte ihn aber auch durch den Busch treffen müssen, mal ganz ehrlich. Oder auch zumindest töten müssen. Das eine Mal, für den Fall, dass das einer genauer gesehen hat, als ich in den Vollscope den beobachtet habe, wusste ich ja, dass ich 200 Meter Sicherung habe. Habe deswegen quasi auf seinen Hals geschossen, sodass es eigentlich hätte treffen müssen. Hat nicht funktioniert. Naja. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, diese magischen Büsche in Arma sind noch ein bisschen unüberwindbar. Ja, auf jeden Fall. Meine Ohren, ne? Wenn ich das auf YouTube setzen sollte, dann muss ich auf jeden Fall irgendwie die Dezibelzahl also anordnen. Ey, normalerweise mache ich das 10 Dezibel lauter. Ich glaube, diesmal mache ich nur 6 Dezibel lauter oder so. Die G36 Donation habe ich auch richtig fertig gemacht, die gerade reinkam. Vermutlich, dass irgendwie die G36 für irgendwas eingesetzt wurde, wofür sie niemals geplant wurde oder so. Das habe ich noch gehört. Aber das war in den unglaublich unpassendsten Moment, den einfach nur gewählt werden konnte. Heilige Scheiße. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Konsti, ich habe einen G36 geschossen. Das erwarte ich dann auch. Yeah.